Einen wunderschönen guten Tag, liebe DSC-Zuschauer. Ich hatte es angekündigt, SG Athlete, heute mit Jonas Wagner, deutscher Hallenmeister im Hochsprung. Erzähl mal ein bisschen, wie war so die Atmosphäre in Dortmund? Wie lief das so ab? Also, obwohl es wegen Corona natürlich ein bisschen leerer war, alle Athleten haben zusammengehalten, haben sich untereinander abgeklatscht, deswegen, das hat die Hallenatmosphäre komplett ersetzt und es hat richtig Spaß gemacht. Also, absoluter Hype. Und der Anlauf bei 2,28, wie war da die Atmosphäre im Stadion? Waren alle ruhig? Haben die geklatscht? Hast du was mitbekommen? Alle haben mitgeklatscht an der Stelle extra. Ich hatte einen Kumpel, der hat mir noch einen Musikwunsch organisiert und da konnte man dann richtig gut so anklatschen und ja, dann lief es einfach, ist geflippt. Vielleicht hältst du noch mal ganz kurz deine Medaille in die Kamera, damit wir die Zuschauer dann auch sehen können. Hier, dafür trainiert er jeden Tag. Ja, das hat sich gelohnt so. Ist ganz hübsch, glänzt. Auf jeden Fall, geiles Teil. Ja. Und wir kommen gleich mal zum Content hier. Ihr habt so viele schöne Fragen gestellt. Vielen Dank dafür. Jo. Und wir fangen mal mit der ersten Frage an. Der Jonas hat sich null vorbereitet. Schauen wir mal, wie der das hier hinkriegt. Ja. Was ist dein Ritual? Oh, Ritual, das ist ein bisschen was. Also den Abend vorher gehe ich immer gerne nochmal spazieren, um so ein bisschen die Beine locker zu machen und mir nochmal die Sprünge durchzugehen, die ich am nächsten Tag machen möchte. Und was noch dazu gehört, ist immer den Abend vorm Wettkampf ist Pizzaabend. Also schön Kohlenhydrate tanken, wieder Reserven auffüllen. So. Bist du auch ein guter Esser, habe ich gehört. Das ist schon die Verbindung zur nächsten Frage. Und zwar hat mich jemand gefragt, wie schaffst du es eigentlich, nach anderthalb Pizzen so hoch zu springen? Ich sehe dich, Pascal. Das geht ratzfatz durch. Das ist dann einfach die Nacht verbrannt und dann ist alles in Ordnung. Also, da ist nur noch die Energie da. Ja. Ja, genau. Sehr gut. Was ist eigentlich deine Lieblingspizza? Also, ja, ich bin so ein Langweiler. Einfach Schinken, Champignons drauf und geil, könnte ich mich reinlegen. Könntest du dich reinlegen, ja, sehr cool. Sehr gut. Jetzt haben wir eine ganz philosophische Frage und zwar, was macht dich denn glücklich oder was bezeichnest du als Glück für dich jetzt persönlich? Boah, heavy. Was jetzt im Gröbsten würde ich einfach mal so sagen, wenn ich irgendwie meine Umstände durch eine eigene Leistung verbessert habe, das kann nun sein durch eine gute Arbeit in der Uni oder halt durch so einen super gelaufenen Wettkampf am Ende, wenn man weiß, man hat einfach sehr lange an sowas gearbeitet, sich darauf vorbereitet und das hat sich einfach ausgezahlt und jetzt kann man da stolz drauf sein. Das kann ich mir vorstellen. Ja, da überkommt dann schon ein großes Glück. Ja, das denke ich schon, gerade wenn man darüber geht über 2,28. Das ist... Ja, das ist eigentlich das. Da ist fast, die Medaille ist dann schön, aber wenn man dann mal das erlebt hat und auf der Matte sitzt, das ist dann richtig geil. Nur fliegen ist schöner, denke ich. Ja. Genau. Kommen wir gleich zur nächsten Frage. Wer ist denn eigentlich Jonas Wagner privat? Jonas Wagner privat. Ist das ein anderer Typ als der Jonas Wagner in der Halle? Also ich sag mal, in der Halle ist der Jonas deutlich selbstbewusster, was er dort macht. Ich glaube, der Jonas so ist ein bisschen zurückhaltender und so ein stiller Sprücheklopfer, dass dann irgendwie mal was reinkommt. So. Das ist alles, aber ja, alles in allem, die sind sich schon ähnlich, die Jungs. Sehr gut. Was ist denn deine größte Schwäche? Meine größte Schwäche? Vielleicht, dass ich mir manchmal ein bisschen zu sehr Gedanken mache. Also, dass man sich dann so ein bisschen reinfrisst und sich dann erstmal wieder am eigenen Schlawittchen rausziehen muss aus dem ganzen Sumpf dort. Aber ja, mittlerweile habe ich da eigentlich ein ganz gutes Mittel dazu, denke ich. Und ich glaube, Kopfkino haben wir alle. Ja, so ein bisschen. Das ist so die Kunst, das ein bisschen wegzudrücken, wegzuhalten. Das stimmt, ja. Noch eine ganz interessante Frage kam von euch. Und zwar, Jonas, kennst du die Gummibärenbande? Ich kenn's. Die haben doch immer solche Drinks. Ja, ja. Und dann hüpfen die so sehr. Oh Gott, gibt's so einen Drink auch bei dir? Oder hast du so einen Geheimdrink, der dich so hüpfen lässt? Naja, ein Drink vielleicht nicht, aber was bei mir immer so ist, man braucht im Wettkampf schnelle Energie, da kann man sich nicht so eine fette Semmel oder so reinballern. Ich habe einfach immer so irgendein süßes Zeug damit dazu. Jetzt keine Werbung, was es genau ist, aber es ist schon cool, wenn man dann die ganzen dürren Hochspringer um sich rum hat und man selber beißt sich irgend so einen Schokoriegel dann hinter, einfach weil, ja, braucht sich schnelle Energie für die Sprünge. Das ist dein Geheimnis. Ja, das ist so ziemlich, macht das Kinder, ihr springt genauso. Sehr gut, ihr merkt schon, der Jonas ist ein ganz lockerer Typ hier vor der Kamera. Ja, ich gebe mir Mühe. Der kann das. Kommen wir zur nächsten Frage. Ja. Welche berühmte Persönlichkeit würdest du gerne mal treffen und was würdest du diese Persönlichkeit fragen? Also,
Wahrscheinlich würde ich einfach wirklich in die Hochsprungrichtung gleich gehen und den Stefan Holm mit ansprechen. Der war eine sehr große Inspiration so für mich, wie ich mitbekommen habe, wie der gesprungen ist, weil der gilt jetzt auch nicht als so sonderlich groß und ich war eine ganze Zeit in meinem Leben relativ klein. Und keine Ahnung, ich würde ihn fragen, wie er so rangegangen ist, wahrscheinlich mit dem Wissen, dass er nicht so die übliche Hochspringerstatur ist und so, wie er sich dort dann selber motiviert hat, einfach weiter zu pushen. Das So, klingt gut. ja. Stefan Holm, was war der für eine Bestleistung? Draußen 2,36, das ist er in Athen gesprungen bei den Olympischen Spielen und drinnen 2,40 in der Halle. Also, 2,40 in der ja, Halle. absoluter Wunsch, 2,40 oder nochmal Wahnsinn. Wäre das dann auch überspielen. mal ein Ziel für dich? Oder was Ach, ist so dein also. Lebenstraum oder dein Lebensziel? Was möchtest du überspringen? Ich habe mal so gesagt, wenn es 2,20 liegen bleiben und dann irgendwann Schluss ist, dann wäre ich zufrieden. Dann hat sich die ganze Hochsprungaktion gelohnt. 2,30 wäre mein Wunsch, dass das steht. Und 2,40 wäre der absolute Traum. Also, das ist so die Kiste bei mir. Deswegen, 2,40. ja, Wo liegt der ja, Weltrekord? 2,45 Meter. Also, das ist dann wirklich best of all time so langsam. Ja, Ja. absoluter Wahnsinn, der Ja. Jonas. Dafür drücken wir ihm auf jeden Fall ganz fest die Daumen. Danke. Und wir kommen jetzt schon zum letzten Teil, und zwar der Schnellfrage, Schnell-Antwort-Runde. Entweder Okay. oder. Ja, wir hatten nämlich einen Zuschauer, der hat uns 5 bis 6 Fragen gestellt. Entweder oder, und der Jonas muss da ganz schnell drauf antworten. Okay, Ja, was dir gut. als erstes in den Sinn kommt, das sagst du mir. Ja. Schnitzel oder Burger? Burger. Hemd oder Hoodie? Hoodie. Bei Frauen Rock oder Jeans? Jeans. Aussehen oder Charakter? Charakter. Blond oder brünett? Beides. Berge oder Meer? Berge. Großstadt oder einsame Insel? Einsame Insel. Ja, Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das fandet, die Runde, die hier Jonas absolviert hat. Hat auf jeden Fall richtig schnell geantwortet. messen wir mal die Zeit und gucken, vielleicht sind andere schneller. Genau. Ja. Ja, das war's schon wieder mit unserer Ja. ersten Ask-the-Athlete. Hat Es mir mega Spaß gemacht. mir auch, Dem also Jonas hat es auch Spaß gemacht. es war mir ein Vergnügen, also gerne wieder. Vielen Dank für eure Fragen, und ihr dürft euch nächsten Monat auf den Karl Bebendorf freuen. Ja, Der ist könnt ihr auch euch schon cool. mal Fragen zurechtlegen. Und wir sind jetzt raus. Genau. Danke! Vielen Dank.